Mess up again. That will be all, Hopkins. You may go. Ach so, okay, ja. Passt. Okay. Dann machen wir mal eine Mission. Die Gartenzweige, die werde ich nicht. Die werde ich, glaube ich, nicht alle finden. Okay, eine will eine. Ja, dass ich einen Brief abschicke, aber nein. Du kannst mich mal. Okay, da. Okay, dann machen wir gleich in der Schule diese Mission. Warte mal, so. Ich glaube, die. Ach, das war. Das mit dem Lehrer, oder? Ach nee, das war für die. Stimmt. Ich muss jetzt für sie, glaube ich, einkaufen. Oder? Ja, einkaufen in letzter Minute. Okay, das geht jetzt, glaube ich, wieder auf Zeit. Sieht doch ganz lecker aus hier. Vor allem die Küche. Nice. Ah, shut up, kid. It adds flavor to it. You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Das darf man auch, glaube ich, nicht, oder? Ich hatte kurz mal eine Störung. Ich bin wieder hier. Gut, wir müssen jetzt zum Yum-Yum-Markt. Auch ich hätte davor speichern sollen. Es wäre doch was gewesen. Ja, okay, wir müssen jetzt draußen vor der Schule dieses Rad da holen. Es wäre ein feines Stück, hat sie gesagt. Ja, das soll ein feines Stück sein. Oh Mann. Naja, mit der Steuerung bin ich immer noch nicht so vertraut, aber. Ja, wenn es halt so ist, ist es halt so. Ey, du! Weißt du was? Vorrang geben. Ja, okay, er war als Erster, aber. Ja. So, das Rad lassen wir mal. So. Geh mal rein. So, was müssen wir jetzt von Yum Yum Markt besorgen? Ach so, haben wir ja schon. Was gibt's hier nicht so Schönes? Ach so, die Zeit läuft uns ab. Ja, wenn wir es das nächste Mal sehen, wenn wir hier sind. Wenn wir uns was kaufen wollen. Jetzt warte mal, wo ist hier das Rad da? So. So. Eigentlich hätte ich auch gar nicht mal das Ding öffnen müssen, sondern. Einen Rasierer brauchen wir. Okay. Ednas Rasierer. Okay, wer ist Edna? Achso, das ist eine Verwandte von dem. Ich habe gar nicht mal richtig zugehört, weil ich die Zwischensequenz schon gesehen habe. Aber. Komm, so. Nein! So, jetzt. Das macht. Oh Mann, ich vergesse immer. Ich drücke Alt, weil mit Alt durchrennen. Und. Ich vergesse das halt immer so. So, bremsen, episch abbremsen und ja. Also, fahren durch mit. Du musst dich W gedrückt halten. Hey, das, da ist wieder diese. Wäschesack. Geh raus da und wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, jetzt muss ich wieder zur Bushaltestelle. Aber nee, ich. Ich fahre nicht mit dem Bus. Oder soll ich jetzt mit dem Bus fahren? Ich bin ja auch gleich da, ne? Also der Bus. Die Bushaltestelle, die sieht man da oben. Ich glaube, das war auch so gedacht. Aber ich könnte auch so zurückfahren, weil ich kenne ja den Weg. Da ist. Ach so. So, Schulbus.
wusste gar nicht, dass ich noch so spät fahren. Gut, damals auch. Kehre mit den Sachen zurück zu Edna. Ach so, das ist ja Edna. Hab's gar nicht mehr gewusst. So. Dieses Bullwurf-Zeichen da oben. Dieses Wappen. Sorry, dass ich jetzt gerade an mein Mikro. Gerade an mein. Na! Sag doch. Sorry, dass ich jetzt gerade voll mit der Hand an mein Mikro geklopft habe. War nicht absichtlich. So, da bist du ja. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Nonsense! There are no fuzzy eaters at Fullworth. It'll last for a month! Belohnung $15. Gut. Jimmy Hopkins delivers. Delivers. Ach so, wir können ja auch noch zu dem obdachlosen Typen gehen, weil letztes Mal haben wir ein Transistorradio gefunden. Ist mir jetzt gerade jetzt aufgefallen, weil da können wir uns jetzt. Ach so, diese Dollarzeichen, was jetzt gekommen sind, das ist da kann man Jobs machen. Ich werde, glaube ich, das noch machen. Also das gehört dazu zu den 100%. Aber wie gesagt, ich mache jetzt keine 100 pro. Also wir gehen jetzt wieder zu dem Kumpel. Und dann lernen wir wieder einen neuen Move. Ey, warte mal. Letztes Mal wollte ich das noch einsammeln. Bin aber nicht dazu gekommen. Und im Mädchenumkleideraum war auch eine. Da bekommen wir so einen Gummiball. Aber um die alle jetzt zu sammeln, wird, glaube ich, nicht so toll sein. Ein bisschen Hilfe 2. I suppose you want to train again. Good to see you haven't forgotten me. This was my favorite. Was müssen wir jetzt machen? Alte? Achso, warte mal. Bam! Achso! Dieser Angriff ist lustig. So. Und Haxel. Haxel, so. Wir sind alright. Natürlich. Ihr werdet gar nicht glauben, was mit ihm am Ende passiert. Also, ich meine, das ist doch abgefahren. Also, wenn das wahr ist, also das ist ja wahr. 100 pro. Also dann gibt es auch dieses Mädchen, dieses Geistermädchen auch. Wo das mit den Geistermädchen stimmt teilweise auch noch. Okay. Im Wohnzimmer hört man noch den Fernseher. Ich habe es gar nicht ausgeschalten. Hab's vergessen, aber egal. So, was haben wir denn jetzt für eine Mission? Gehen wir mal davon aus, dass es dieser Lehrer ist. Dieser Englisch? Okay. Hattrick. Ah. Hattrick gegen Galloway. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. Uh-huh. I can smell it on your breath. Huh? I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Angetrunken nur. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sights on the internet. Was ist but das denn? Nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her.
She will know what to do. Das ist nicht gesund, Junge. Okay, ich meine, ach so, wir müssen die Galloway-Flaschen finden, von dem, was er alles so versteckt hat. Einer hat er die hier drin versteckt. Ich glaube, da drinnen hat der eine. Ich suche nur eine Flasche. Ganz ruhig. Da ist sie. Ach so, ein Gummiband habe ich auch noch gefunden. So, wo sind die anderen Flaschen? Ach, wir können auch noch eine Essensschlacht machen. Glaube ich eben, dass es ging. So, ich glaube... Ach nee, das ist nur die Cafeteria. Das ist... Moment. Nee, das ist nicht die Cafeteria. Da oben. Meine Trophäe ist noch eine. Aber hoffentlich werde ich noch nicht erwischt. Ich sage Ihnen... Hey! Was war das denn jetzt? Ha! Okay, muss ich schnell... Ah, lass mich. Ich wollte nichts. Lass mich. Was ist das denn? Explosion. Hey! Hey! Schnell, versteck dich! Ziemlich nicht. Ah! Was war das denn jetzt? Okay, meine Maus ist gerade weggeflogen. So. Raus da. Nee, oder? Ein Mädchenklo? Ich glaube, ich sehe sie. Ich gehe mal schnell. Ah! Ich will nur die Flasche. Ah! Verpiss dich! Ich kann die Flasche haben. Danke. Schnell raus da. Voll auf die Eier und weg da. Schnell. Okay, ist gar nicht weiter schlimm. Wir sind entkommen. Hey, das wollte ich doch gar nicht. Okay, ist es wieder Nacht, oder? Ich glaube, es ist Nacht, weil letztes Mal hatte ich gemeint, dass es, dass schwarze Wolken sind, aber es sind keine schwarzen Wolken. Es ist so ein bisschen Nacht mit gemischten Wolken. Aber so, ernsthaft, so sah es am Tag bei mir aus, wo ich gerade... Ist es ein UFO davon? Oder ist es ein Flugzeug? Ey, das sieht doch wirklich aus wie ein UFO. Mein ernsthaft, guck doch mal ganz nach oben. Ist wie... wirklich spooky aus, aber ich gehe davon aus, dass das ein Flugzeug ist. So, was machen die Lehrerin hier? Thanks, Jimmy. You're welcome, Miss. Please take this. Was machen sie mit dem Was macht sie denn mit dem Alten da? Das ist doch die Lehrerin vom Na. Nein. Na. Ah! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte was. Oh 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 oh. Pre-Herausforderung. In dem Boxclub meinst du? So, weg da. Also so schnell werde ich die nicht los, weil ich hatte hier so ungefähr. Ah! Da ist noch einer. Ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte sie doch gar nicht schlagen. Das war doch. Okay, machen wir es mal so. So. Oder verstecken wir uns mal lieber. Ja. Es geht die Anzeige endlich runter. Okay, ist so, wenn es so ist, ist es. Halb schlimm. Wollen wir mal schlafen gehen? Da machen wir dann die Herausforderung. Boah, was ist das denn? Hey! Sieht cool aus. Cool. Oder wollen wir mal das nächste Mal in die Schulstunde gehen? Was war das denn gerade? Wieso hat es mich jetzt gerade so... Da kann ich auch hinein. Da waren wir aber letztes Mal mit Gary. Guck mal, tu mal Skateboarden. Ach, verdeck, immer aus dem Weg. Also wir gehen jetzt erstmal ein bisschen schlafe. So. Zoom. Zoom. Können wir auch drauf springen? Jawohl, können wir. Deine bewirft das Haus mit Eiern. Was bringt dir das bitte? So, ich möchte mal sehen, ob da noch...